Samstag um 11 Uhr ging es endlich los, der Start zur Wiesn 2016. In der Münchner Innenstadt machten sich die Wiesnwirte auf den Weg zu ihren Zelten. Trotz eines verspäteten Starts schaffte es Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter noch rechtzeitig ins Schottenhammel-Festzelt zum Anstich um 12 Uhr. Wie sonst drauf, Herr Reiter? Gut drauf. Ich denke, in dieser Saal ist gut drauf, oder? Appell ans Zelt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, es ist 1, 2, 1, 1. Botschaft ist, auf eine friedliche Wiesn! Eigentlich jedes Jahr nur noch verschlechtern. Also muss man immer schauen, dass man wenigstens gleich gut bleibt. Es ist gelungen, ich bin froh, aber es ist wirklich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir eine schöne, eine zufriedene und eine friedliche Wiesn haben werden. Und der Auftakt ist getan und ich freue mich drauf. Was wünschen Sie sich denn noch für die Wiesn?